Hallo Menschen und herzlich willkommen auf meinem Zweikanal Jana und wo ich alles mögliche poste, was mir in den Sinn kommt. Ich dachte, ich zeige euch schnell was, weil ich heute einkaufen war. Und zwar habe ich bei Kleiner eingekauft. Ich habe ein paar Sachen für den neuen Kanal gekauft, also für den Kochkanal Jana köstlich. Und die will ich euch jetzt schnell zeigen, so eine Art Haul. Da war unter anderem was dabei, deswegen bin ich auch gerade in der Küche, weil ich habe das schon ausprobieren müssen, weil ich mich heute nicht so gut fühle, habe ich mir einen Orangensaft aus 5 Orangen gepresst und ich trinke den schon die ganze Zeit und ich hoffe, dass ich nicht krank werde. Und wie ich den gepresst habe, ich habe mir hier zum Beispiel das hier gekauft. Das ist ja witzig, oder? Eigentlich hätte ich das mitfilmen sollen, ich bin auch so ein Idiot. So. Da macht man hier unten die Orange rein, hier sind die Löcher, dann nimmt man das und dann dreht man das so rein und unten kommt der Saft raus. Das hat tatsächlich ganz gut geklappt, ein bisschen was ist drin geblieben in den Zeugs da, also in den Schalen. Aber ich habe so ein halbes Glas voll bekommen mit 5 Orangen oder so. Hat auf jeden Fall schon mal geklappt, finde ich super. Jetzt zeige ich euch noch die restlichen Sachen, die ich gekauft habe, weil ich brauche ja auch ein bisschen Deko, weil ich mache ja auch ein Instagram dazu und will dort auch schöne Fotos posten und für die Thumbnails und so will ich auch schöne Fotos dann vom Essen haben, was ich koche. Und da habe ich mir ein paar Sachen geholt, um das schön dekorieren zu können. Ich musste das jetzt sowieso auspacken. Darum zeige ich euch gleich alles, während ich es auspacke. Ich habe mir erstmal hier so eine Matte geholt. In so einem Grau, dass ich verschiedene Untergründe habe auch und wenn ich dann das weiße Teller da drauf mache und so, dann habe ich mir einen Jojo-Knödel, gell? Was? Da gibt's nichts zum Essen jetzt. Hm? Dann habe ich mir so einen exotischen Teller gekauft, ich finde den eigentlich ganz geil, weil ich dann da zum Beispiel eine weiße Schale drauf machen kann und das sieht dann ganz cool aus, denke ich mal, auf Fotos. Was ich auch richtig geil finde, was ich mir geholt habe, ist so ein Holzbrett. Darauf kann man auch sicher schön anrichten. Finde ich cool. Dann noch so ein Besteck. Kann man auch sicher schön so daneben legen und so. Ich kann mir die Instagram-Fotos of the food schon richtig vorstellen. Dann habe ich natürlich zu dem Teller auch noch die passende Schale zu. Cool, oder? Übrigens, dieses Teil hier ist abwischbar. Mag ich. Einen Schneebesen. Ich hätte eigentlich bei Ikea einen Schneebesen bestellt. Ich habe vor einem Monat bei Ikea bestellt. Ist aber einfach nicht gekommen. Also die Hälfte meiner Bestellung ist nicht gekommen. Ich habe gestern angerufen und die meinten so, ja, ihre Bestellung ist gesplittet worden. Die Gießkanne, die ihnen noch fehlt, kommt nächste Woche. Und ich so, die Gießkanne, da fehlen Sachen im Wert von 200 Euro. Ja, und da sind halt unter anderem auch Sachen dabei, die ich für meinen Hintergrund brauche, bei meinem Bett und so. Aber ja. Ja, die meinten halt, sie schauen mal, ob ich das noch bekomme. Ich denke mir so, du schaust mal, du machst das. Also ich hoffe, ich bekomme das noch oder bekomme dann halt wenigstens mein Geld zurück. Das wäre aber schade, weil ich habe die Sachen ja nicht umsonst bestellt. Dann muss ich mir alles nochmal holen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier noch so einen Glasbecher geholt, weil ich euch zeigen möchte, wie ich meinen Kaffee Latte immer mache, weil mich da immer so viel fragen. Dann habe ich mir noch ein paar so Schalensets geholt, um da die Zutaten immer reinzugeben oder auch so ein Schokoladenküchlein drin zu machen oder so. Das habe ich 6-mal. Was habe ich noch? Ein Pinsel zum Bestreichen, wenn ich zum Beispiel Strudel mache, das hat mir auch gefehlt. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wollte ich euch nur kurz zeigen, meine Ausbeute. Ich werde jetzt, denke ich, noch zu Spar gehen und da die Zutaten einkaufen und morgen werde ich dann so einen Kochmarathon machen. Und das alles halt mitfilmen für euch. Und das kommt dann im Laufe der Zeit alles auf Jana köstlich online. Nam, 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 nam. Nein.
Sehr schön brav. Er hat heute übrigens einmal reingemacht. Einmal. Nein, 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 nein. Aber sonst ganz brav. Ja, das war's mit dem kurzen Haul. Tschüss!